Ab heute kann jeder, der samstags einmal Tübingen bereisen will, dies machen, und zwar kostenfrei. Ein Projekt, auf das auch Verkehrsminister Winfried Herrmann aufmerksam wurde. Bei der Eröffnungsfahrt waren Herrmann, Oberbürgermeister Boris Palmer sowie die Geschäftsführer vom Verkehrsverbund Naldo und von den Stadtwerken mit dabei. Mindestens für die kommenden 20 Monate können alle Bewohner und Besucher von Tübingen samstags die Tybuslinien kostenlos nutzen. Denn in dieser Zeit ist das Parkhaus Altstadtmitte wegen Sanierung geschlossen. Im Gemeinderat gibt es laut Oberbürgermeister Boris Palmer aber die Diskussion, wie man die Menschen generell dazu bewegen könne, vom Auto auf den Bus umzusteigen. Da sind die Ticketpreise für die, die ein Auto haben, auf jeden Fall abschreckend. Und wenn es umsonst ist, dann kann man das Auto einfach mal stehen lassen. Jetzt wollen wir sehen, ob das was bringt. Wenn es gelingt, dann haben wir weniger Staus, weniger Dreck, weniger Lärm, weniger Klimaschaden. Dann macht Tübingen blau. Deswegen habe ich heute auch wieder meinen Klimaschutzanzug rausgeholt. Die voraussichtlichen Kosten von 200.000 Euro übernimmt die Stadt Tübingen. Landesweit gibt es bisher kein vergleichbares Angebot. In den Augen von Landesverkehrsminister Winfried Herrmann ein wunderbares Pilotprojekt. Also ich find's toll, dass es eine Gemeinderatsmehrheit gibt, die sagt, das wollen wir mal finanzieren. Das geht vermutlich vor allem in Tübingen, weil Tübingen ein günstiges Busangebot hat, das auch relativ preiswert ist, relativ flächendeckend arbeitet. Und da kann man mit vergleichsweise geringen Mitteln doch ein gutes Angebot machen. Konkret sieht das Angebot wie folgt aus. Ab Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag müssen die Fahrgäste der Tybuslinien keinen Fahrschein lösen. Bis 5 Uhr am Sonntagmorgen. So sind auch die Nachtbusse Teil der Aktion. Es betrifft den Tybus insgesamt. Das heißt aber leider, dass die Ortschaften Unterjesingen und Bebenhausen noch nicht dabei sind. Ich habe auch schon eine Reihe von E-Mails bekommen, dass das ungerecht sei. Und wir arbeiten daran, dann eine Lösung zu finden, damit auch die Ammertalbahn und der Bus nach Stuttgart am Samstag kostenlos sind. Palmer geht davon aus, dass die bisher am Samstag eingesetzten Busse ausreichend sind. Sollten aber wider Erwarten doch deutlich mehr Personen das kostenlose Angebot nutzen, so könnten die Stadtwerke problemlos auch samstags mehrere Busse fahren lassen.